Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked-9 zurück bei Let's Play Octopath Traveler für Nintendo Switch. Ja, wir sind jetzt bereits in den reichen Anwesen drinnen. Obwohl es damit geendet hat im letzten Part, dass ich erstmals das Empfehlungsschreiben besorgen sollte. Herr Grund! Ich habe das eigentlich gemacht. Wir mussten dafür zum untersten Bereich runtergehen, wo es einen reichen, schnöseligen Händler gibt und von ihm dort das Empfehlungsschreiben stehen, indem wir einfach Therions Stehlfertigkeit nutzen. Man kann nämlich die Ware, die man sich ansonsten mit Tressa kauft von Leuten, kann man nämlich auch einfach stehlen. Die Erfolgschance war dabei auf 100%, also es hat geklappt. Ich konnte auch noch andere Waren stehlen vorher von anderen Händlern. Und die Truhen öffnen, die was... Also noch ein, die andere Truhe öffnen, die Therion... die man nur mit Therion öffnen kann. Und nebenbei ist er noch meine Erinnerung geschweckt, vor 10 Jahren mit seinem Kumpel gerade etwas gestohlen hat und den Wachen entkommen konnte. Und dabei ist er nochmal diesen beiden Zwillingsdieben begegnet, die vorgeschlagen hätten, mit ihm in das Haus einzudringen und den Schatz zu stehlen. Hat er natürlich abgelehnt. Ja, und dabei ist, als sie sich gegenseitig geholfen, nachdem ja Therion einen von ihnen zurückgeschlagen hat, nachdem er versucht hat, ihn zu drohen, nachdem er da ja abgelehnt hat, ja, ist in diese Erinnerung wieder hochgekommen. Danach sind wir noch zu den reichen, zum reichen Schnitzling Händler gegangen, haben uns dort das Empfehlungsschreiben geholt. Ja, und so sind wir jetzt reingekommen. Dort gab es vorher noch einen weiteren Schatz im Vorgarten auf der linken Seite. Ich weiß leider nicht mehr auswendig, was es war. Ich glaube, das war eine Waffe. Und auch hier, auf der rechten Seite, wo man die Treppe hochgeht, in diesen Raum, gibt es auch noch einen Schatz. Ja, das alles haben wir letzten Part noch verpasst. Und ja, als Gegner erwarten uns nicht nur hier Soldaten und Wachhunde, sondern auch noch solche komischen Maschinen, also maschinellen Kreaturen. Ich hoffe, denen werden wir auch noch vorher begegnen. Habe ich jetzt wenigstens noch Revue passieren lassen, was wir leider verpasst haben, weil ich habe halt zu spät bemerkt, dass OBS gar nicht aufgenommen hat. Ganz toll. Alles andere hat aufgenommen, aber nur OBS Studio. Wieder mal nicht. Das macht mir bisher noch Kirre. Aber gut, das war im Groben und Ganzen, was im letzten Part passiert ist. Bin nach wie vor ein bisschen... Denke ich darüber. Scheiß Blödnäserei. Aber was soll man machen, ne? Was passiert ist, ist passiert. Und ich muss jetzt die ganze Zeit wieder niesen. Ach, ich muss ja leider wieder kurz unterbrechen und mich schneuzen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt ohne Unterbrechung weitergehen kann. Jetzt haben wir erstmals den, wo der Hammer hängt. Der Bogen bringt nichts. Ja, und jetzt habe ich auch die Chance genutzt, bei Therion weitere Fertigkeiten zu nutzen. Eine Hilfsfertigkeit sorgt dafür, dass eine 50%ige Chance besteht, dass wenn man einen starken Angriff, also irgendeinen starken Angriff einsetzt mit einem anderen Charakter, dass er auch noch einen Angriff zusätzlich hinzufügt. Sonst als Diebfertigkeiten haben wir GB-Dieb und FB-Dieb. Das erklärt sich natürlich schon von selbst. Hier sticht man zweimal zu und man kann entweder FP oder GP stehlen von Gegner. Machen wir jetzt mal den FP-Dieb.
Ja, damit hält man sich wieder komplett. Also die EFP. Das habe ich gar nicht ausprobiert, aber ob der Hund auch eine Eisschwäche hat. Nein, es bleibt nur bei einer Feuerschwäche. Okay. Stehen wir nochmal FP und nebenbei brechen auch noch seine Abwehr. So. So hoffe ich, treffen wir dann auch auf noch die anderen Gegner, die es hier gibt. So, dann kämen wir jetzt mal in diesen Raum rein. Oh, da scheint es nichts zu geben. Das ist einfach nur so ein Konferenzsaal? Jetzt sind das wieder nur Soldaten. Tausend Speere? Keiner hat eine Speerschwäche hier. Kein Boost. Keine Windschwäche. Na schön. Und Feuerschwäche? Ah, der ist auf Elementschwäche. Alles klar. Axtschwäche keine. Eine Speerschwäche. Auch keine Feuerschwäche. Und wie steht's mit Eis? Nö. Axt haben wir auch schon probiert. Na schön, dann volle Pulle. Hat leider nicht ganz, ausgereicht hier. Okay, wollte gerade sagen. Achso, da ist eh noch einer im Leben. Sehr Boshi. So, Schluss hier. So. Weiteres Level Up für Therion. Also, der Raum ist einfach nur für die Katz. Auch noch reinlinsen. Das ist der Speisesaal. Auch hier ist kein Schatz. Treffen wir wirklich jetzt nur mal Wächter? Wo sind denn die anderen Monster, die wir begegnen dürften? Okay, sehr schön. Okay, dann sind die beiden schon mal weg vom Fenster. Und tschüss. So, jetzt hat es Zeit, dass die anderen Gegner aber auch nochmal aufkreuzen hier.
einfach nur Speisesaal ohne wirklichen Mehrwert. Ich glaube also, da ist unser Hauptziel da drin. Oh, hier haben wir noch 800 Goldstücke. Na erst, wo bleiben denn die anderen? Oder anscheinend nicht kommen. Okay, vergiften wir mal die Gegner hier. So. Oh ja, das Gift hat ihn vom komplett fertig gemacht. Ach. Der Ulbrich auch noch geschwächt. Okay, jetzt auch. So, jetzt wird es aber Zeit, dass ich auch noch die anderen Gegner begegnen darf hier. Die wollen einfach nicht aufkreuzen, es sind nur noch die Wächter da. Habe ich da wirklich nur Glück gehabt letztes Mal? Ich wünschte, ich könnte die Gegner zeigen. Es ist halt so blöd, dass ich die aufnehmen konnte. Das Aufnehmen vergessen musste hier. Ja, finde die anregende Flamme. Vielleicht hier noch so ein Feuerseelenstein. Ja. Dann hätte ich mir vielleicht für den Boss aufheben sollen. So, es war. So, Therion Level 9. Ja, durch den Haupteingang können wir natürlich nicht raus. Da sind sie! Die Sentinel und Ice Sentinels. So. Alarm in Schwertschwäche hier. Oder ein Speer, oder? Also die beiden, die normalen Sentinels, haben auch eine Pfeil- und Bogenschwäche. Teilen sie zu ziemlich ähnliche Schwächen. Und zack und weg. Ach. Da will einer nicht so schnell aufgeben.
Aber jetzt geschlossen mit lustig. Geben wir auch deutlich mehr EP. Aber jetzt wisst ihr, von welchen Gegnern ich gesprochen habe. Hier vorne gab es auch noch einen Schatz bei dieser Bibliothek. Oh, diesmal... Interessant, dieses Mal ist ein Sentinel bei denen dabei. Jetzt wollte ich eigentlich... Naja, was soll's. Das ist gerade auch ein bisschen blöd. Diesen Soldaten hier. Ich kann nur jeweils einen mit einer Elementarschwäche angreifen. Also die andere Flamme war eigentlich für sie gedacht. Nicht reingehauen. Und Overkill. Ja gut, also ihr habt jetzt auf jeden Fall alle Gegnertypen hier mal kennenlernen dürfen. Gut, dann gehen wir jetzt weiter Richtung eigentlichem Ziel. Schon wieder diese blöde Kombination. Ah, aber wir haben einen Vorteil. Immerhin. So, dass alle mal Schaden davon tragen. So, ich bitte sehr. Und das Feuerkraft für ihn. Da will einer noch nicht so schnell sterben. Soll mehr recht sein. Come on. Och nö, als ob. Au! Na warte. Schluss jetzt. So. Level 10. Okay, ich glaube, obwohl eine weitere Fertigkeit kann ich nicht dem lernen, ne? Braucht 500, ja. Aber gut, das habe ich auf jeden Fall erlernt hier. In Sachen Hilfsfertigkeit, die den Zufallsangriff bekommen. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Ich vermute, hier werden wir schon auf den Boss treffen, das heißt... Zur Sicherheit. So, dann mal los. Wir kommen nur in einen anderen Bereich vom Haus Ravus. Da ist nichts.
Okay, das ist wenigstens wieder eine Kombi, mit der ich arbeiten kann. Habe ich leider nichts. Könnte höchstens den Gegner jetzt mal fertig machen. Okay. Rechne mal den Hund. Nö. So. So will ich das sehen. So, mit diesem Horizontalhieb muss es gewesen sein. Ach. Der ist echt zäh, der Burschi. Müssen wir ihn lassen. Sehr schön. Tresor wird bald wieder ein neues Level-Up erreichen. Hier hinterbei ist auch nichts. Nö. Ah, aber da ist eine Truhe für ihn. Eine Windtracht? Nice. Das geben wir ihm mal. Sonst ist da keine Truhe, oder? Natürlich nicht nachgucken. Wieder nur einen einzigen Hund brechen. Außer vielleicht. Außer vielleicht eine Gelegenheit hier. Ja, ich hab einen Plan. So. So kann man sich vorher brechen, bevor sie zu Umba überhaupt irgendwie uns gefährlich werden können. Jawohl, Level Up für Tresor! So, dann mal die Treppe darauf. Die nächsten, bitte. Können wir nochmal so machen, ha? Genau, wir können es ja nochmal so machen. Hehe. Und das wär's. So schnell kann's gehen. Dass die Gegner ins Gras beißen. Ohne dass wir dafür Schaden nehmen müssen. Da ist noch ein Raum. Ich hoffe, das führt nicht zum Hauptziel. Nein! Hier ist absolut nichts. Einfach nur normale Gemächer. Ohne irgendwelche Schätze oder so. Okay, immerhin haben wir einen Vorteil hier.
Was für eine Schwäche haben eigentlich die normalen Sentinels? Naja. Okay, Albrecht. Alle brechen! So, jetzt hat wieder ein paar FP zu stehen hier. So. Einer nach dem anderen hier geht down. Nice one. Oh, gleich zwei Level Ups, nice. So, Albrecht kann. Eisseenstein, nice. Albrecht kann dann noch ein Level Up erreichen hier. Und zuerst mal hier die Truhe. Mit einer Heiltraube, nice. Oben oder unten lang? Sagen. Wir gehen erstmal so oben lang. Unten erwartet uns schon der Boss. So. Fire! Hab da leider nichts. Nee. Und Eis. Problem ist, den kann ich jetzt leider nicht gut genug schwächen. Um ihn noch zu brechen. Oh. Aber er trifft mich nicht. Damit bekomme ich hoffentlich trotzdem noch einen Unversehrt-Bonus am Ende. So, gib mir ein paar FP wieder zurück. Sehr schön. Ja, der will's wissen hier. So, jetzt aber. Albrecht Level Up. Ah, mit Alfin könnte ich jetzt auch eine weitere Fertigkeit noch lernen. Achso, das habe ich schon. Oder vergiften. Ah, vergifte ich halt mal. So. Oh! Der hat eine neue Lebenshilfsfertigkeit. Leiden wiederherstellen. Bessere Widerstand gegen Gift, Schlaf, Verwirrung, Blindheit, Verstummung. Bewusstlosigkeit. Nice. Das hätte ich nicht erwartet. Tatsächlich, da ist noch eine. Aushalten. Leidet der da unter Gift, Schlafverwirrung, Blindheit, Verstummung, Todesangst oder Bewusstlosigkeit wird seine physische. Ah. Bitte auch die dritte Fertigkeit ausbessern. Danke. Haltung bewahren ist der Krater nicht in Notlage überlebt alle ansonsten tödlichen Angriffe mit 1 KP. Okay. Okay, und da kriegen wir ja dann hier noch eine belebende Nuss. Hm. Versuchen wir zu fliehen oder greifen wir lieber an? Ich würde sagen, wir greifen an. Aber den konnte ich leider nichts machen. Hm.
Okay. Stehen wir noch weitere FP und brechen ihn. Achso. Leider keine Punkte mehr übrig. An Gegnern massiven Damage zuzufügen. Leider ist aber auch für Tresor. Come on, Amputation! Yes! Das macht auch nicht Damage. Au. Was? Holy shit! Selbstzerstörung. Der Typ ist wahnsinnig. Holy. Der wollt's wissen. Die können Selbstzerstörung einsetzen. Na gut, Leute. Dann im nächsten Part gehen wir da runter und werden dann die Story weitermachen. Immerhin ist jetzt zumindest die Hälfte des Hauses Ravus erspart geblieben. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, ist bestimmt nicht ein Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja. Crash for the Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Also auf Wiedersehen und Tschüss, Leutchen!